So, ich habe da mal Post von Mike Lane bekommen aus United Kingdom. Das werde ich gemeinsam mit euch mal auspacken und mal schauen, was für tolle Mods ich hier bestellt habe. Ich habe schon oft bei Mike Lane was bestellt, habe aber bis jetzt noch nie ein Unboxing gemacht. Deswegen mache ich das jetzt mal, weil ich hier wieder einige neue Sachen drin haben in der Verpackung. Und dann schauen wir mal rein in das Ganze. Der übliche Karton wieder mit dem Aufkleber von Mike Lane. Dann machen wir das Ganze mal auf. So, da haben wir schon alles nochmal sicher eingepackt in Luftpolsterfolie. Dann habe ich hier schon das erste, das Nummernschild. Das Barcode-Nummernschild als BIF-Edition. Das machen wir mal auf. Hier haben wir es in Schwarz mit goldenem Barcode drauf. Es glänzt wirklich schön. Schauen wir mal noch, was ich noch habe hier. Die Magnetik. Wheel Caps, also die Mittelstücke von den Radkappen als Magnetikvariante, heißt, man kann die mit diesem Teil einfach rausnehmen, ohne die Kappen kaputt zu machen. Wir haben hier natürlich die einzelnen Kappen. Die haben wir 5 Stück, eins für Ersatz. Mache ich mal eine Kappe ab, vorsichtig. Die sind natürlich magnetisch. So, und hier haben wir dieses Teil dazu, was auch magnetisch ist. Und dann können wir das einfach von der Radkappe abziehen. Und können es dann auch einfach wieder draufsetzen. Das ist praktisch, da ich die alten Kappen abnehmen werde, da ich an den Reifen noch was modden möchte. Das ist eine sehr gute Idee. Da ist das eine sehr gute Idee.
So. Schauen wir mal weiter. Packen wir das erstmal wieder ein. Zeige ich das Nummernschild nochmal von nahen. Seht ihr, wie es aussieht? Sieht wirklich cool aus mit diesen schwarzen, mit diesen goldenen Streifen. Die Biff Edition. So, dann habe ich hier das nächste. Das ist das Magnetic Lizenzplate Kit. Hier ist einiges drin in der Packung. So, dann haben wir nämlich hier das originale Nummernschild. Natürlich die bessere Variante von Mike Lane. Dann haben wir hier noch die ganzen Magnetik-Sachen. Die Hintergrundplatte magnetisch, sodass das Nummernschild per Magnet an der Platte haftet. Nehmen wir das mal raus. So, hier natürlich so einen magnetischen Stift, um das Nummernschild abzubekommen. Hier ist so ein Plektrum drin, damit ich das IM-Nummernschild rausbekomme. Dann habe ich hier die Lizenzplatte hier auch nochmal. Die machen wir mal auf. Die kommt dann an die Stelle, wo das Nummernschild drankommt. Hier ist so eine Klebefläche. Dann können wir das Nummernschild einfach zack hier drauf machen. Einfach dieses Teil dran kleben und dann kann das Nummernschild einfach dran. Und der Stift, der hier dabei ist, damit bekommt man es dann auch wieder ab. Denke ich mal. Das muss ich dann erstmal ausprobieren. Aber ich mache dann hier das Biff-Nummernschild dran. Das gefällt mir besser. Als letztes habe ich noch das Plutonium Case and Clockface Upgrade Kit. So, da schauen wir mal rein, was das sein soll. Also auf jeden Fall für den Wecker, der dabei ist oder der noch geliefert wird, ein besseres Ziffernblatt, was besser aussieht. Hier ist es nochmal beschrieben, also das alte Ziffernblatt kommt runter, dann kommt dieser Aufkleber drauf und dann sieht das schon mal viel originaler aus. Packen wir das mal aus. Das ist für die Plutoniumkisten so Schaumgummi-Einlagen, die sind richtig soft. Und diese durchsichtigen Kappen, die kommen dann in die Plutoniumkiste, in die Plutoniumstäbe, damit die einen besseren Halt haben, damit das alles fester wird und besser aussieht. Hier haben wir auch noch einen Aufkleber für die Kiste und schauen wir mal, ob man das sieht. Hier ist dann auch das Ziffernblatt für die Uhr, also für den Wecker. Sieht schon mal viel toller aus. Hier ist nochmal die Anleitung natürlich. Diese Schaumstoffeinlagen kann man da noch einlegen. Und das sind diese Böden für diese Brennstäbe, damit die hier in diesem Röhrchen festsitzen und nicht wackeln. Und hier sieht man auch, wo der Aufkleber hinkommt. Und hier natürlich nochmal der Wecker. Ja, das ist alles in meiner neuen Lieferung gekommen.
von Mike Lane und ich freue mich echt. Ich finde diese Mods von Mike Lane immer wieder faszinierend, wie fein und wie detailgetreu die angefertigt sind. Dann hoffe ich, dass euch mein kleines, kurzes Unboxing der neuen Mike Lane Mods, die ich mir bestellt habe, gefallen hat. Dann sage ich dann ciao, bis zum nächsten Mal.